herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mudenk-Podcasts am 2. Juni. Und ich weiß, dass jetzt halt knapp 4 Monaten gar nichts mehr kam, aber das wollen wir jetzt ja auch dringend nachholen. Und deswegen würde ich mal sagen, dass wir jetzt, wo wir die Ankündigung der neuen Konsolengeneration verpasst haben, einfach mal so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und das heißt natürlich, dass wir heute zum Beispiel über mehr oder weniger freiwillige Ankündigungen oder auch Nicht-Ankündigungen von Mirror's Edge 2 reden, dann über Blizzards Plan oder Blizzards Projekt Titan, was sie nochmal komplett umgekrempelt haben, um Online-Pässe in EA-Spielen. Dann geht es um die gigantische Fallout New Vegas Mod Project Brazil und schlussendlich geht es dann noch um einen womöglichen Release von Far Cry 4 bereits im nächsten Frühjahr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und wir beginnen dann auch gleich. Ich habe es in letzter Zeit wirklich selten erlebt, dass so viele Distributoren, wie jetzt zum Beispiel Amazon, ein Spiel versucht haben anzukündigen, wie bei Mirror's Edge 2. Es gab ja erst auf der deutschen Amazon-Seite gab es erst eine, naja, sagen wir mal, Produktseite, nach der es auch für die Xbox 360 erscheinen sollte. Dann gab es zwischenzeitlich eine Seite auf der italienischen Amazon-Plattform und jetzt gab es auch noch eine Seite auf der Electronic Arts Hilfeseite, auf der EA-Seite, ein leerer Artikel, aber mit der Überschrift Mirror's Edge, also Mirror's Edge 2. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wird es entwickelt oder nicht? Irgendein DICE-Entwickler hat mal gesagt, ja, es ist bei uns hier klar, dass es entwickelt wird. Und jetzt sagt ein EA-Pressesprecher, es gäbe nichts anzukündigen. Jetzt ist die Frage, wem man da glaubt. Bei der italienischen Amazon-Seite hieß es, es käme nur für die Xbox One raus. Das wäre recht schade, denn die Xbox One ist ehrlich gesagt, so was ich von der Präsentation mitbekommen habe, eher nicht das Gerät, mit dem ich wirklich spielen wollte. Die Spiele für die PlayStation 4 fand ich dann irgendwie doch ein bisschen geiler. Also die Exklusivtitel, die ganzen EA-Sportspiele interessieren mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Und Mirror's Edge 2, wenn es jetzt exklusiv für die Xbox One rauskäme, ich glaube nicht, dass das so ein gutes Geschäft werden könnte, denn wenn das für eine einzige Plattform und dann auch für eine Konsole, die sich erst noch ihren Platz erkämpfen muss, also wo nicht feststeht, dass die wirklich so toll verkauft würde, naja, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich im Sinne von EA wäre. Ich würde mich auf jeden Fall auf eine PC-Version freuen. Der erste Teil war ziemlich cool und wäre wirklich schade, wenn es nur für die Xbox One rauskäme. Es wäre aber auch schön, wenn es überhaupt rauskäme. EA hält sich ja eher bedeckt. Also Blizzard braucht ja jetzt definitiv mal ein neues Spiel. Also WoW nutzt sich jetzt halt einfach langsam ab, würde ich jetzt mal behaupten. Und Titan wäre jetzt so demnächst eigentlich mal der nächste Release. Mists of Pandaria ist jetzt auch schon etwas länger her, dass sie das released haben. Und jetzt brauchen die irgendwie mal wieder MMORPG-Nachschub. Und es ist ja jetzt schon länger bekannt, dass Titan entwickelt wird. Titan, der neue Titel, also nicht die Grafikkarte. Und ich würde jetzt mal sagen, es wird langsam Zeit. Blizzard sagt jetzt allerdings, nö. Die haben jetzt erstmal angeblich, haben die ihr neues Projekt, was wir jetzt einfach mal Titan nennen, haben sie nochmal komplett umgeworfen und das möchten sie jetzt nochmal komplett von neuem entwickeln. Es kommt jetzt frühestens 2016 raus, ist noch eine ganze Stange Zeit. Bis dahin, jetzt ist natürlich die Frage, wird es nochmal so ein Erfolg? Und wieso haben sie es umgeworfen? Wie war das bisher geplant? Weil anscheinend ist der Markt im Moment nicht so für das bereit, was Titan gerade war. Und es gab Gerüchte, dass es sowas werden würde wie Second Life. Da Titan ja jetzt auch schon länger in der Entwicklung war. Und damals war, also vor einer Zeit, war ja noch Second Life, war ja gar nicht so schlecht.
Und jetzt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da 2016 so langsam bis dahin angekündigt wird. Weil sie müssen halt voraussagen, ja, was ist denn dann 2016? Was könnten die Leute denn spielen? Weil die bisherigen MMORPGs, die jetzt so in der letzten Zeit rauskamen, waren eigentlich immer ziemliche Flops. Wenn die ein Abo-Modell hatten, haben die schon mal gar nicht funktioniert. Wenn wir jetzt mal so in Richtung, ich weiß nicht, wie das von EA hieß, das Star Wars Spiel, Knights of the Old Republic war es, glaube ich, nicht. Oder war es das? Ne, The Old Republic hieß es nur. Und weil das ist inzwischen auch so halb Free-to-Play und Guild Wars 2 hat es gar nicht versucht. Gut, die hatten schon immer ein anderes Modell. Allerdings, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Blizzard da aus dem Hut zaubert innerhalb von 3 Jahren. Wie gesagt, wir können nur abwarten und es wäre mal interessant, wenn Blizzard mit etwas mehr Informationen draufdrücken würde, als mit, ja, wir haben es jetzt nochmal, wir haben große Änderungen vorgenommen in Sachen Spieltechnologie. Naja, kann man wohl nichts machen. Wie heißt denn unser aller Lieblingskonzern? Ja, Ubisoft ist schon nah dran. EA. EA macht sich jetzt allerdings mal, ja, ich will jetzt nicht sagen, sie machen sich beliebt, aber es geht irgendwie schon so in die Richtung, denn sie schaffen die Online-Pässe für ihre Spiele ab. Also sie fangen mit EA Sports-Spielen an und ist jetzt für die PC-Leute weniger interessant, weil da gibt's ja irgendwie eh den diesen Gebrauchthandel nicht. Allerdings für die Konsolenspieler unter den Spielern ist es natürlich schon eine coole Nachricht, denn sie können jetzt einfach mit gebrauchten Spielen auch wieder online spielen. Das gab es ja bisher nicht. Und EA macht es ungefähr so als einzige Firma, dass die da wirklich jetzt mal hier eine Offensive starten und die einfach abschaffen. Bisher hat das irgendwie nie jemand gemacht und Online-Pässe fanden irgendwie Spieler bisher immer doof. Ich muss ehrlich sagen, ich fand Online-Pässe jetzt eigentlich so noch die schwächste Maßnahme gegen den Gebrauchthandel mit Spielen. Steam ist da etwas extremer. Also Online-Pässe weg. Also das ist, sie werden mit FIFA anfangen, dann werden sie es langsam so für die Need for Speed Teile machen und was die dann noch alles im Petto haben, ich weiß es gerade gar nicht, die ganzen Shooter halt, das wird dann als nächstes kommen, aber ist eine gute Nachricht, EA macht sich beliebt, ohne ihren alten Chef, der, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, Richie Cielo oder so, seit der nicht mehr an der Macht ist, man könnte fast meinen, EA würde nett werden. Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, was Modder-Communities für ein Spiel erstellen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Fallout New Vegas angucken, die Entwickler haben gesagt, gut, wir machen ein modfreundliches Spiel, dann gibt es auch coolen Content von der Community und so ist es auch. Es gibt jetzt für Fallout New Vegas eine Mod, die heißt Project Reseal und die fügt dem Spiel eine komplett neue Gegend, die so groß ist wie die von Fallout 3 hinzu und eine neue Vault, also das sind diese Bunker unter der Erde und dazu gibt es dann noch 5000 Sätze, die von professionellen Sprechern aufgenommen wurden, natürlich auf Englisch. Das ist natürlich schon eine Sache, die ist ziemlich geil. Also es wird 3 Episoden geben von dieser Mod und die erste wird ungefähr 3 Stunden dauern, also nur um die Story zu erleben und um die gesamte Gegend zu erkunden, wird man dann ungefähr so 7 Stunden brauchen. Was die Entwickler von der Mod gemacht haben, was in den eigentlichen Spielen nicht immer so unbedingt, wo nicht immer so stark drauf Wert gelegt wurde, ist es viel Wert auf die Fähigkeiten, vor allem beim Gespräch gelegt wurden, also beim Sprechen, es gibt ja einen Sprechskill und
Da kommt dann also, vor allem gibt es dann so Ereignisse, wo es wirklich drauf ankommt, wie du da geskillt hast. Und dann, wenn du zum Beispiel versuchst, dir eine kleine Gruppe an Kämpfern zu versammeln, dann hängt es halt schon mal von diesem Skill ab, ob dich dann nur einer begrüßt und sagt, yo, los, geh mal ein bisschen Monster schnetzeln, oder ob du dann halt eine kleine Armee sammeln kannst. Und das ist natürlich schon eine Sache, die ist nicht schlecht. Ich werde euch das einfach mal in der Beschreibung verlinken und dann könnt ihr euch da ja mal selber von überzeugen, falls ihr das Spiel habt. Perfekt für euch, kostenlos auf der Nexus Mods Seite. Wenn in irgendwelchen Foren Benutzer behaupten, dass das neue Battlefield 12 in einer Woche erscheint, dann denkt man sich da meistens nicht viel dabei. Wenn allerdings einer da jedes Mal, also fast jedes Mal, recht hat im Endeffekt, dann hat der natürlich schon einen etwas anderen Status, wenn der mal wieder was behauptet. Und so gibt es jetzt einen Nutzer bei NeoGaff oder NeoGaff, der behauptet, dass Far Cry 4 bereits Anfang 2014 erscheinen wird, also im ersten Quartal. Ich weiß, bin jetzt ehrlich gesagt, ist das schon fast, also falls der hatte wohl schon da öfters recht und falls der da tatsächlich wieder recht haben sollte, ist das, naja, ich finde es halt wieder etwas schade, will ich jetzt nicht sagen, aber der letzte Teil ist halt noch nicht so lange her. Ich meine, mindestens 2 Jahre kann man da zwischen den Teilen schon warten, weil es nutzt sich halt einfach tatsächlich ab. Wenn wir uns Call of Duty angucken, da kommt jedes Jahr eine Episode raus. Und ja gut, die unterscheiden sich nicht sonderlich. Sie sind nie innovativ, es ist irgendwie immer das Gleiche. Und wenn das jetzt mit Far Cry 3 fand ich wirklich ein cooles Spiel. Ich habe das ein paar Stunden gezockt und das hat echt Spaß gemacht mit dieser Open World. Das war halt einfach mal wieder was anderes und auch die Story, die Charaktere, da hat man halt einfach gemerkt, dass sich da jemand wirklich was dabei gedacht hat. Und ich glaube jetzt tatsächlich mal, dass das etwas länger gedauert hat als 1,5 Jahre oder wie lange die da jetzt dafür Zeit hatten. Das war allerdings auch nicht das Einzige, was der behauptet hat. Er hat noch gesagt, dass insgesamt 11 Studios an Assassin's Creed Black Flag arbeiten. Da denke ich mir, ja, gut, na und? Das war bei den 8 vorherigen Assassin's Creed-Teilen, gab es auch schon wirklich sehr viele Entwickler. Bei Assassin's Creed 2 waren es, glaube ich, nur einer oder zwei, und danach wurden eigentlich die Spiele so von der Qualität, ich will da jetzt nicht die Assassin's Creed Fans irgendwie beeinflussen oder möchte ihnen auch nicht auf die Füße treten, aber ich finde, die Teile wurden etwas schlechter. Also Assassin's Creed 2, das habe ich gerade erst vorgestern habe ich das 9 Stunden am Stück gespielt mit einem sehr guten Freund, und das macht halt einfach Bock. Ich weiß nicht, ob ich das auch mit den anderen Assassin's Creed Teilen inzwischen schaffen würde, weil Assassin's Creed Brotherhood gab es jetzt nicht so viel Neues und Revelations war dann halt irgendwie das einzig große Feature, die Hakenklinge. Naja, weiß ich jetzt nicht. Fand ich jetzt irgendwie nicht so beeindruckend wie der Sprung von Assassin's Creed 1 auf Assassin's Creed 2. Die hätten sich halt, Assassin's Creed ist halt auch so ein Franchise, den Ubisoft so melkt. Weil es kam doch jetzt erst Assassin's Creed 3 raus. Wieso müssen sie da sofort wieder Assassin's Creed 4 rausbringen? Ich weiß es nicht. Diese ganze Franchise-Melkerei von Ubisoft, das ist halt irgendwie wirklich ein wenig traurig. Man sieht ja, wie es definitiv nicht klappt. Und Call of Duty, ich meine, es verkauft sich super, aber die Spiele sind halt einfach, ne? Also von daher könnte sich Ubisoft da durchaus mehr Zeit lassen. Thank you.
So, das war jetzt auch wieder der Modenk-Podcast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Feedback ist wie immer gerne erwünscht. Und jetzt wollte ich nochmal deswegen Trine 2 klären. Es gab ja ein Gewinnspiel. Allerdings haben sich die zwei Gewinner, die ich ausgelost hatte, nicht gemeldet. Und deswegen würde ich sagen, dass wirklich ein treuer Zuschauer diese Collectors Edition, den Collectors Edition Key bekommt. Und zwar Herr Dimpelgimpel. Du sagst mir bitte, schreibst mir bitte eine private Nachricht und wir klären das dann mit dem Steam Key. Ansonsten, verlosen macht ja anscheinend nicht viel Sinn, da sich ja nie jemand meldet. Also, ich denke, das ist das Beste und das ist, glaube ich, auch am sinnvollsten. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Ausgabe des Podcasts, so in 4 Monaten ungefähr. Bis dann.